Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Einhornprinzessin. Und wir haben das letzte Mal aufgehört, als wir dieses Einhorn einfach mal hier so gesehen haben, nachdem es uns 500 Euro gegeben hat. Also kann ich euch sagen, wir müssen jetzt testen, ob wir Einhörnern vertrauen können, die uns 500 Euro geben. Die Spannung steigt. Oh Gott. Oh mein Gott, was passiert hier? Es hat uns entführt. Wir durften ihm nicht trauen. Oh Gott. Wohin kommen wir jetzt nur? Kommen wir ins Einhorngefängnis? Oh Gott, was ist hier passiert? Willkommen in der Traumwelt, Lena. Es hat uns Drogen gegeben. Traumwelt? Alles sieht so anders aus. Wie aufregend. Ist es wahr oder nur ein Traum? Das war sicher LSD. Die Traumwelt ist alles anders, Lena. Ja. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Wächter muss so schnell wie möglich wieder ausgestattet werden. Ja, ist gut. Was muss ich tun? Ja. Reite mit mir zum Startpunkt der Jagd nach den bronzenen Reifen. Schau auf der Karte nach, wo es ist. Wenn du dort angelangt bist, erkläre ich es dir. Okay. Das ist also die Traumwelt. Es ist wie die reale Welt, nur pink. Hui. Das Einhorn reitet genauso wie mein echtes Pferd. Alter, ich kann nicht bremsen. Einhörner können genauso wenig bremsen wie normale Pferde. Okay. Wir benötigen 7 bronzene Reifen. Du erlangst sie, indem du mit mir durch sie hindurchreitest. Sie sind auf dieser Strecke immer zwischen 2 Pfosten platziert. Autoreifen? Reite also die Strecke ab und nehme dabei 7 bronzene Reifen auf. Du musst immer zwischen den beiden Pfosten hindurchreiten, auch wenn dort kein bronzener Reifen ist. Okay, okay. Darin kannst du sie aufbewahren. Okay. Strecke auch silberne und goldene Reifen vorhanden. Diese darfst du jedoch nicht einsammeln. Reite unbedingt an ihnen vorbei. Warum? Nehme sie nicht auf. Ja, warum nicht? Nimmst du aber dennoch einen silbernen oder goldenen Reifen auf, so verlierst du einen bronzenen Reifen. Was? Einsammeln. Bist du bereit? Ja, okay, okay. Und die Jagd nach den bronzenen Reifen beginnt. Ist ja okay. Dieses Einhorn ist voll zickig, ey. Ist das jetzt ein goldener? Das sieht so gelblich aus. Uhu! Das da ist Silber. Silber sollen wir ja nicht. Okay, okay. Yay! Das ist Gold. Da ist Bronze. Uhu! 3 von 7. Was macht das Einhorn wohl mit diesen Reifen? Vielleicht ist es ja Automechaniker. So. 4. 5. Werden wir es schaffen? Das Einhorn hat keine Ausdauer. Also schaffen wir es auf jeden Fall. 6. Goldenes Ringchen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben alle 7. Hey, das ist doch Nummer 8. Oh, wir haben mehr, als wir brauchen. Oh, hier ist ein Ritterlager. Nein. Wir sind so gut. G-U-H-D. 10. Ha! Es geht alles wie im Traum in der Traumwelt. Wow. Neuer Highscore. Hoffentlich zahlen die auch in der Traumwelt mit Euro. Dann sind wir hier aufgeschmissen. 13. Yes. Damit kannst du gleich 7 Autos bereifen. Moment, die haben ja nicht 2 Reifen, die haben ja 4. Yes! Du hast alle erforderlichen
ersten bronzenen Reifen erlangen können. Sehr gut gemacht. Hier, du erhältst einen Lohn. Denn wow, du dir wahrlich verdient. Du musst nun wieder in deine reale Welt. Denke daran, ich kann dich erst wieder rufen, wenn du einem Menschen geholfen hast. Warum? Suche nun den Hasen. Ich würde an deiner Stelle in der Gegend der alten Schmiede suchen. Finde ihn und bringe ihn zu Paulina. Wenn du das geschafft hast, kann ich dich wieder rufen. Oh, cool. Bis bald, Lena. Okay, cool. Der Hase ist doch schon längst weg. Niemals. Ich find's cool, dass das Einhorn immer Euro dabei hat. Das heißt, wir dürfen nur Einhörnern vertrauen, die 500 Euro dabei haben. Hatte euer Einhorn 500 Euro dabei? Oh, wir sind zurück. War, haben wir das geträumt? Was für ein Abenteuer. Ich war in der Traumwelt? Nun bin ich wieder hier in der realen Welt. Das ist ja auch völlig normal. Das Einhorn Unika sagte, ich sollte Möhrchen bei der alten Schmiede suchen. Ich kann auf der Karte schauen, wo sie ist. Es kann nicht so weit weg sein. Nee, kann's auch nicht. Was macht Möhrchen nur in der Schmiede? Macht sich Möhrchen dort Waffen? Ich glaube, Möhrchen macht sich dort Waffen. So, brrr, 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 brrr. Das hier ist die alte Schmiede. Das sieht aus wie... keine Ahnung. Das ist doch keine Schmiede. Ja, okay, doch. Das ist eine Schmiede, aber... egal. Aufsteigen. So, hier ist die alte Schmiede. Ich sitze ab und suche Möhrchen zu Fuß bei der alten Schmiede. Echt jetzt? Okay, okay, okay. Ich glaube, Möhrchen ist dieser Amboss hier. Hallo? Möhrchen? Hallo, hast du Möhrchen? Da ist ja der kleine Ausreißer. Na dann komm mal mit, Möhrchen. Ich bringe dich nach Hause. Jetzt schnell zurück ins Dorf zu Paulina. Sie und vor allem ihr Sohn werden sich sicher freuen, dass Möhrchen wieder wohlbehalten da ist. Das glaube ich auch. Deswegen haben wir auch das Häschen in die Tasche gepackt. Denn in der Tasche ist alles besser. So, einmal schneller reiten. Was ist das? Was? Dim, 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 dim. Dann kommen wir endlich wieder in die Einhornwelt. Ich will nie wieder in der realen Welt sein, die ist so trist und nicht lila genug. Ich meine, rosa genug. Boah, können wir nochmal Wasserski fahren? Wow! Wasserski! So reitet man heute Pferde. Kommen wir immer näher, kann das sein? So. Gleich sind wir bei Paulina im Dorf. Paulina! Wir haben den Hasen gefunden. Paulina! Außerdem waren wir in der Traumwelt und haben dort bronzene Ringe geholt. Und ein Einhorn hat uns 1000 Euro gegeben. Ach, wo ist sie denn? Da vorne.
Jetzt absteigen. Huch. Sehr gut. Okay. Paulina. Halt, nein, Paulina, ich will nichts kaufen. Ich will dir das... Paulina, ich hab den... Was denn? Du bist gar nicht Paulina. Stimmt ja, das ist ja Paulina. Aber was Paulina mit dem Hasen machen wird, ob sie ihn essen wird, wie es Möhrchen in Wirklichkeit in unserer Tasche ergangen ist, ob wir noch eine Runde Wasserski fahren und ob irgendwas in unserem Trinkwasser war und wir deswegen in die Traumwelt gekommen sind, das erfahren wir in der nächsten Folge von Die Einhornprinzessin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.